Im Hochtal der Wiltschenau treffen wir Gerhard. Er lädt uns ein, ihm ein bisschen beim Arbeiten in seiner Drechslerei zuzuschauen. Doch bald wird uns klar, dass wir viel zu wenig über das Drechseln wissen. Ausdrücke wie U-Röhre, Drechselröhre, Abstechstahl, Drechselmeißel, Drechselschaber und deutsche Röhre schwirren durch die Werkstatt. Und dann beginnt Gerhard auch noch über die Geschichte und das Handwerk der Drechslerei zu plaudern. Daher muss ich ein bisschen davon an euch weitergeben. Das Drechslerhandwerk ist nachweislich eines der ältesten Gewerke der Erde. Die erste Drechselbank entstand aus dem ersten mechanisierten Gerät der Menschheit, dem Fiedelbohrer. Der älteste Fund stammt aus dem frühen 7. Jahrhundert vor Christus aus Corneto in Italien. Die Etrusker hatten zu der Zeit bereits eine große Fertigkeit im Drehen von Schalen, Möbelfüßen und Tellern aus verschiedensten Materialien entwickelt. Über die Kelten wurde schließlich das Handwerk zu uns exportiert und so lässt es sich im 3. Jahrhundert vor Christus nachweisen. Um 1300 erschien eine neue Form der Drehbank. Bei der Technik der Wippdrehbank war zwar immer noch die Drehrichtungsänderung vorhanden, aber nun standen beide Hände für das Halten des Werkzeuges zur Verfügung. Im französischen Barock erlangten Handwerk und Kunst eine Blütezeit. Das Ovaldrehen und Passigdrehen entstand und auch gewundene Säulen hielten Einzug in die Stuben. Durch die gekröpfte Welle von Leonardo da Vinci wurde endlich die einförmige Drehbewegung möglich. Figuren und Vieleckdrehbänke entstanden. Im 18. Jahrhundert versank das Drechslerhandwerk in einen Dornröschenschlaf, der erst in den 70er Jahren des vergangenen Jahrhunderts endete.
Gerhard ist mit seiner Stehlampe inzwischen auch fertig geworden. Er möchte für uns aber noch eine Holzschale drechseln, die wir als Erinnerung an unseren Besuch in seiner Werkstatt mitnehmen dürfen. Thank you.